Hallo, guten Morgen. Bin hier gerade noch auf der Terrasse von unserem wunderschönen kleinen Häuschen mit dem Hundemäuschen. Ist genial. Alles da, was man braucht. Auto direkt vor der Tür. Palmen. Schaukelsack. Ja, wir kommen gerade von einer Runde Joggen am Strand. Das ist natürlich total schön. Gestern angefangen mit 10 Minuten. Einfach entschieden gesagt, so jetzt wird jeden Tag 10 Minuten gelaufen und danach gibt es ein Stretching und ein paar Muskelübungen, was einem so gerade einfällt. Und das ziehen wir jetzt durch. Und zwar machen wir das jeden Tag. Heute Morgen schon aufgestanden mit einem verdammten Muskelkater von 10 Minuten Joggen. Hey, boah. Aber es gibt keine Ausrede, es wird gemacht. Und das Ding ist, viele von euch kennen es. Es ist ja nicht nur beim Sport machen oder beim Essen, sondern es ist eben auch bei der kompletten Transformation von deinem Leben, ist es genau dasselbe Prinzip. Du triffst eine Entscheidung und du ziehst es durch. Ja, und auf diesem Weg zwischen Entscheidung treffen und durchziehen, da sind die ganzen Hürden, da sind die ganzen Blockaden, da sind die ganzen Geschichten begraben, die ganzen Ausreden begraben, warum das jetzt nicht geht. Und deswegen ist Self-Management so wichtig, dass du dich wirklich deiner Entscheidung entsprechend managst und verhältst und keine Ausreden gelten lässt. Und der Punkt ist, dass du kleine Ziele dir steckst, aber die du aushältst und die du durchziehst. Und da gibt es keine Ausrede, da gibt es kein Wenn und Aber, da gibt es keine Zeit. Ich habe keine Zeit, ich habe weh, ich habe Schmerzen. Das sind so kleine Sachen, die du dir als Ziel setzt, tägliche Ziele setzt für jeden Tag. Und dann das machst. Und du machst es. Und du machst es. Und du machst es. Und das ist Transformation. Das sind diese kleinen Sachen, die du erreichst, und dann gibt's mehr und mehr und mehr, und irgendwann mal hast du dein ganzes Leben transformiert. Und genau ist es eben auch beim Transformational Life Management, sage ich, weil genau da nimmst du dir ein Ziel. Und das erste Ziel muss immer sein, dein Selbstkonzept, das Selbst und die Ansichten und die Einstellungen, die du für dich hast. Und dann nimmst du dir einen einzigen ersten Bereich raus und reflektierst dich in diesem Bereich. Und es kann und ist eben meistens Beziehung. Beziehung ist meistens so wertvoll, um herauszufinden, was mit dir wirklich läuft, was bei dir wirklich los ist. Und deswegen hast du jetzt noch die Möglichkeit, diesen Bereich bei dir jetzt mal zu klären, Bereich Beziehung. Warum sind meine Beziehungen so, wie sie sind? Und viele Dinge in meinen Beziehungen gefallen mir nicht. Viele Sachen wiederholen sich, sei es Liebesbeziehungen in erster Linie, die sind der schönste Klarheitgeber. Unsere Partnerschaften, die zeigen uns ganz genau, wer wir sind, was wir glauben, wer wir sind, wie wir die Welt sehen, was wir für Rückschlüsse ziehen auf uns, was wir für Rückschlüsse auf die Welt ziehen und was wir dementsprechend aus uns heraus kreieren durch unsere Ansicht. Und viele, der Großteil der Frauen kommt in diesen Ich-transformiere-mein-Leben-Prozess. Genau aus diesem Grund, weil entweder Liebespartnerschaften oder geschäftliche Partnerschaften oder sonstige Beziehungen einfach nicht klappen. Beziehungen zu der Familie, weil das einfach nicht so ist, wie man das gerne hätte, weil man das nicht so leben kann, wie man das gerne hätte. Und kann ich nur sagen, nehme solche Gründe zum Anlass, dich selbst zu verändern, weil du bist die Kreationsmaschine in deinem Leben. Alles entsteht aus dir heraus, alles entsteht aus deinen Ansichten, aus deinen Vorstellungen, aus deinen Einstellungen, aus deinen Überzeugungen. Und dann kannst du jetzt eine Überzeugung haben, dass das lang und schwer ist, das zu verändern, oder du kannst die Überzeugung haben, dass es schnell und leicht ist, wenn du den richtigen Weg gehst, wenn du die richtigen Schritte gehst und sie durchziehst. Und wegen dem Durchziehen haben Menschen
Coaches und Mentoren und Unterstützer. Wegen dem Durchziehen haben Sportler Coaches. Es geht ums Durchziehen, es geht tatsächlich um die Kontinuität, um das Dranbleiben, um dabei bleiben, sich keine Geschichten zu erzählen, keine Ängste, keine alten Stories oder Rückschlüsse vor allem. Ja, bei mir ist es anders. Jeder hat seinen anderen Weg. Jeder macht es auf seine Art und Weise. Ja, das klingt ganz toll, aber ich sag dir eins, es sind Ausreden. Es sind Ausreden, weil es gibt nur eine Art und Weise. Die eine Art und Weise ist, dass du dein Divine Self erkennst und erkennst, dass da nichts vorprogrammiert ist, weder aus Geburtsstunde, Human Design, Astrologie oder sonst irgendetwas, Ahnenreihe etc., dass du nicht verändern kannst, dass du nicht so haben kannst, wie du möchtest. Du kannst jede Version, jede Identität von dir kreieren. Und das ist das Divine Design, das dir die bedingungslose, konkrete Erlaubnis gibt, alles zu überspringen, was dich bis jetzt eingesperrt oder langsam gemacht hat oder irgendwie dazu dir erzählt hat, dass es halt, dass du es besonders schwer hast oder dass du eine besonders schwere Ausgangsposition hast und dass, weil das bei dir so komplex und schwer ist, dass es länger dauern muss. Und es ist halt nicht so. Die Wahrheit ist wirklich, dass der Transformationsweg ein Weg ist, der mit einer Entscheidung beginnt und mit einem Dranbleiben, mit einem Dransein, Neusein, bei dem Bleiben, dass ich sein will, was ich haben will, was ich leben will. Dieses Bleiben, dieses wirklich Bleiben in der neuen Realität, wenn du das so sehen willst, oder? Du gehst aus einer alten Realität, aus einer alten Identität heraus, hast dir eine neue Realität und neue Identität kreiert und bleibst dran und lässt dich von keinen äußeren Umständen, Meinungen, Situationen davon abbringen. Und das ist der Weg, das ist der einzige Weg der Transformation. Und wenn du transformiert bist, wenn du die bist, diese Frau, diese Persönlichkeit, genau dieses Leben lebt, diese Beziehung lebt, die du dir so sehr wünschst, dann kannst du auch bleiben, weil es ist dein Normal, du kennst nichts anderes. Und die Geschichte, die irgendwann mal in deinem Leben stattgefunden hat, die eine Realität kreiert hat, die nicht angenehm war, die schmerzvoll war, die in Mangel war, die kommt gar nicht mehr in die Frage, weil du bist in deinem Divine Self, in deiner Divine Identity, in deinem Divine Design, deinem ursprünglichen Design, wo eben alles da ist, wo Fülle herrscht. Und dieses Divine Design ist eben nicht im Außen zu sehen, wenn du beginnst auf dieser Reise, sondern es ist ein Design, das im Innen da ist, rausgeholt wird, ausgeschmückt, eingerichtet, kreiert, eine innere Welt, ein inneres Leben, ein inneres Selbst und das nicht im Außen gesucht wird. Und diese Sachen muss ich mir einfach abgewöhnen, dass ich immer gucke, wo ist es denn, dass ich immer da gucke, wo es nicht ist im Außen, anstatt dass ich sage, wo ist es denn in meinem Inneren, oh, wie fühlt es sich so schön an in meinem Inneren, oh, wie reflektiert es mein wahres Selbst, mein Divine Design, das ist das Ding, ja, und dieses Dranbleiben und Durchhalten, das ist ein Kraftakt alleine, das ist eine wirklich große Anstrengung alleine, weil das Außen mich immer wieder zieht, weil das Außen mir immer wieder andere Sachen erzählt, als mein Coach, als ich dir erzähle, ja, und da musst du einfach nur noch auf diese Wahrheit hören, auf diese innere Wahrheit. Und aus diesem Grund gibt es für die Leute, die bei Beziehungen anfangen wollen, genau dieses VIP-Programm, diese Möglichkeit, VIP 2 Monate mit mir zu gehen, intensiv. Und die Frau werden, wirklich werden, umzusetzen, zu üben, zu reflektieren, die geliebt, unterstützt von ihrem Partner, so durch die Welt geht. Und es ist völlig egal, ob da ein manifestierter, wirklicher Mensch neben dir steht oder ob da
einer irgendwann mal kommen soll, für den du diesen richtigen Platz einrichten willst, für den du genau diese Frau sein willst. Es ist völlig egal, es ist immer dieselbe Reise. Es geht immer nur um dich, es geht immer nur um deine Verkörperung und es geht immer nur darum, dass du die Entscheidung triffst und durchziehst und dranbleibst und niemals wieder zurückgehst dorthin, wo es dir nicht gefallen hat. Wenn dich das interessiert, es startet jetzt. Dieses Programm gibt es bis am Sonntag noch zu kaufen. Es gibt noch 2 Plätze maximal. Und dann kannst du dich bei mir melden. Ich freue mich auf jede Frau, die diese Reise in Angriff nimmt. Bis dann. Tschüss.